Jo, hi, willkommen, mein Name ist Daniel RP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia. Ja, immer noch vor dem Endkampf. Wir haben ein bisschen gelevelt und wir müssen immer noch diese ein, zwei Quests hier erledigen. So, ich habe ein paar Informationen zusammengegriffen. Ich weiß, wie wir diese beiden jetzt erledigen können. Und das mit den Teufelsbestien, das hat sich erledigt, weil das kann man anscheinend erst ja machen, wenn man das Spiel einmal durchgespielt hat. Und ich spiele jetzt ganz bestimmt nicht nochmal offscreen das Spiel durch, nur um euch zu zeigen, was auch immer danach passiert. Keine Ahnung. Das weiß ich übrigens nicht. Jedenfalls, wo war er nochmal? Im Mondhochland? Ja, wie auch immer, da wo wir nachgeguckt haben, wo nichts war. Da passiert dann irgendwas, aber das kann ich euch jetzt nicht zeigen. Und ich habe nachgeguckt, wie man hier die Laurent-Quest macht. Und hier war das. Wir sollen einfach nur das überprüfen. Und was jetzt passiert, das ist immer noch ein Geheimnis. Übrigens, immer noch Weihnachtsklamotten. Ich bin jetzt ruhig. This looks delicious. Leia's dad makes the best Mabo curry anywhere. You always did love dad's Mabo curry, huh? That doesn't mean I could eat it every day, though. What do you mean? Leia would always bring Mabo curry over after a fight. Ah, so it was an excuse to make up. Yeah. My parents were always busy and didn't have much time to cook, so it really helped us out. And because Leia and I used to fight all the time... You ended up having Mabo curry every day. Didn't you think to bring over anything else? Sure, but Mabo curry is special because it's two kinds of food in one. Just like two good friends getting along. So it was an edible symbol of friendship. And it kind of worked. From then on, I did my best not to let Leia get me angry. That way I wouldn't have to eat Mabo curry every night. Hey, that makes it sound like it was always my fault we fought. It wasn't always your fault. I'd say around 80%. No, no. You two settle down. Enjoy some Mabo curry together. Ja, essen wir halt einfach weg, wie auch immer es gehört. Und die haben das eiskalt weggegessen. Probiert mal. I could certainly eat. Then why not come to my house? I'm sure my dad's cooked up something. Danke. Ma. Okay, wir können wieder rein. Nehme ich an. Ja, prüfen. Schon wieder? That roast Boah. Chicken looks amazing. Hähnchen. Just looking at it is making me Der war doch vorhin schon da. Sorry, Mila, but you can't Wer weiß, wie lange der da steht. I'm sure it's for someone's birthday. How can you tell? Here on the island, it's a tradition to celebrate one's birthday with our special chicken Laurent. The chicken is stuffed with pilaf, which mixes with the chicken's juices, and it's just delicious. Oh, I'm drowning in my own saliva just thinking about it. It must be a very special dish to the people of Laurent. Then you must have eaten this on your birthdays as well. Yeah, a long time ago. Not recently? Well, lately I've been living in Fenmont. And before that, Leia would try to deliver it to me. But she tripped and dropped it for 3 years straight. 3 years straight? What a waste. It wasn't on purpose. It's just the more I tried to be careful not to trip, the more I ended up tripping. Ich habe überhaupt nicht aufgepasst, worum es geht. Tut mir leid. Muss ich mir gleich angucken. I'm really sorry. I only tried to deliver it because I wanted to see you happy. I know. Every year you were always the person who got the most excited about my birthday. yeah. For my birthday this year, I hope we can all enjoy Chicken Laurent together. I'll ask my dad to make it extra good. I greatly look forward to the occasion. As do I. It can't come soon enough. So, ich wollte eigentlich so ruhig wie möglich sein. Ich habe jetzt gerade hier mein Akkukabel von der PS3. Habe ich gerade meinen Controller angeschlossen. Da wollte ich mich eigentlich hier so um mein Mikro so durchschlängeln, aber hat wohl nicht so geklappt. Okay, gibt's hier noch was? Daddy. Okay. Jetzt scheint es hier nichts mehr zu geben. Okay. Wieder ein paar Klamotten hier abgeben. Okay. Weil ich habe ein bisschen gelevelt, hat man ja schon gesehen. Da sind wieder zwei Level-Ups. Ding, 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 ding.
Wohl. Wahrscheinlich werde ich vor dem Endkampf. Ich hoffe ja mal, man kann sich direkt vom Endkampf noch irgendwie was weiß ich, hier kurz ausrüsten oder so und kurz gehen, weil das wäre richtig toll, weil dann werde ich alles hier verkaufen, weil dann brauche ich definitiv nichts mehr davon. Ist sowieso eigentlich richtig blöd, Thema 5 Dinger davon zu übrig zu haben. Und ein paar Items soll ich mir auch mal kaufen. Weil ich glaube, mir fehlt, glaube ich, nur eine, in meinem Objektbuch fehlt mir, glaube ich, nur noch ein Gegenstand. Dann gibt es, glaube ich, wieder einen Titel und eine Trophäe. Trophäe, weiß ich nicht, aber ein Titel auf jeden Fall. Dann gucke ich mal im Accessoire und kaufe mal irgendwas, was ich noch nicht habe. So, und wegen der Cutscene habe ich jetzt Leia geschaut, aber jetzt schreiben wir Elise. So, die Anzahl unserer Quests, die verringert sich nach und nach. Das mit dem Wörterbuch, da weiß ich übrigens auch schon, wo wir hin müssen. Und kaufen wir irgendwas hier. Ich habe auch der TP auf. Oh, geil. Wisst ihr was? Hier kaufen wir einfach was. Perse-Stiefel, was? Ja, Objekt-Torte. Dann kaufen wir mal neue Waffen, weil wir sind ja noch nicht stark genug, ne? Hey. Din, 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 din. Uns geht das Geld bald aus. Und 79. Ja, super. Und wir haben kein Geld. Egal, aber wir haben Objekt-Torte. ja, ihr könnt mich mal. Nochmal 200 ist, ist jetzt auch egal. Ich wollte alle Titel haben. So, was haben wir hier? Ersatzbank-KP. Ach, die braucht ja noch einen. Ja, super. So, was kann denn Mila noch hier alles lernen? Wir sind ja vorm finalen Kampf, ne? Und ich gehe es nur so gemütlich an, wie es so wie es denkbar geht, ne? Da wollte ich langsam. Ach, ey. Einige, die sich dieses Let's Play vielleicht angucken, die waren schon mal, mach doch mal den finalen Kampf. Ey. Wie lange willst du denn dann noch rumeiern? Aber ja. Tut mir leid. Ja, so, ich habe es überhaupt nicht gelesen, ob da überhaupt stand Luftzauber, was? Weiß, wir hätten halt in Reihen abgeschossen, Zauberkreis, um mich frei zu bewegen, bis das Arzt aktiviert ist. Was? Das kann ich alles nicht lernen, ich brauche viel zu viel WP dafür. Da kann ich doch alles gar nicht lernen. Da will ich diese einzigartigen Dinger hier alle haben. Sofort das nächste benutzen. Nein. Wohl nein, hallo? Das ist richtig geil. Intelligenz machen wir. Ich würde ehrlich gesagt offscreen nur so 10 Level hochziehen, nur um die ganzen Fähigkeiten hier alle freizuschalten, aber das ist auch blöd. Jeder Ladung Dingens. Nach einem Rückwärtsschritt aus meinen Beinen. Feind Angriff ist kritisch. Okay. Machen wir einfach irgendwas. Aber wenn ich mich jetzt hier verskill. So, Elisa. Du müsstest jetzt hier schon das erste Ding haben, ne? Zum Engelsruf. Passt doch zu einem Engel. So. Ich brauche WP. FP. WP. Was? Ist dies so Engels, oh, leck mich doch an, wie viel hat es denn, ey? Komm, wohl für brauchst du nicht unbedingt, ne? So, du wirst mal einmal, Entschuldigung, mindestens wiederbelebt. So, und jetzt gehen wir nach Sheraton, da müssen wir hin, ich glaube hier. Jawohl. Weil wir müssen hier, glaube ich, in Drizels Zimmer gehen. Wie gesagt, was dann passiert, weiß ich auch nicht, aber wir müssen rein. Also gehen wir rein. Links, rechts, ich glaube hier, ne? War ich doch, glaube ich, schon mal. Da ist nichts passiert, ne? Oh doch. Ich bin der Weihnachtsmann. Oh, hallo, Rowan.
Meine Fresse, mir ist nicht entgangen, dass euer Gesicht etwas errötet ist. Ich hoffe, ihr habt kein Fieber. Und ob ich Fieber, ein Fieber, das aus großer Leidenschaft heraus entstanden ist. Eure Gedichte in Schreie der Liebe haben mich zutiefst berührt. Was? Ihr habt doch nicht... Ihr wart, dass ihr mein Buch gekauft hat? Ja, ich habe es bereits unzählige Male laut gelesen. Die Leidenschaft, die ihr verströmt, wenn ihr über Liebe und Schmerz schreibt, ist einfach unglaublich. Damals war ich noch ziemlich jung und nun ja. Wir müssen das Buch unbedingt neu verlegen, damit die ganze Welt es lesen kann. Nein, bitte, alles nur das nicht. Seid ihr sicher? Ich bestehe drauf. Würdet ihr mir dann die Ehre erweisen, mein Exemplar für mich zu signieren? Nur wenn ihr versprecht, es nie wieder laut vorzulesen. Na gut, das bleibt unser kleines Geheimnis. Was hat er wohl da geschrieben? Oder was? Hey! Ma! Ja, was? Ich habe mir da schon etwas Knackigeres und Ergiebigeres vorgestellt, aber egal. So, dann war's das hier mit den Dingern. Ich habe jetzt keinen Bock, jetzt ehrlich gesagt zu gucken, wo sich jedes einzelne Juwel noch befindet und dann zu gucken, welche ich davon habe und welche nicht, weil das wäre schon ein bisschen zu heftig. Ich habe mir jetzt hier nur so angeguckt, wo ich hin müsste, aber das hier die ganzen Juwelen nachzuholen, da wäre mir schon ein bisschen zu blöd, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, dann würde ich mal sagen, es geht langsam mal auf zum finalen Kampf, ne? Wo war der nochmal? wo muss ich denn jetzt nochmal hin? Lila-Schrein, genau. Da war irgendwo... nein. Doch. Okay. Und hier war irgendwo dieser Spalt oder was auch immer. So. Wer weiß, vielleicht wenn irgendwie noch 5 Bosse kommen oder so, dann kriegen wir ja noch diese 5 Juwelen, die uns fehlen. Wenn das die restlichen 5 waren, die uns dann fehlen würden, falls das passieren würde, dann bin ich gut. So. Okay, dann schlagen wir jetzt aber mal wieder einen etwas ernsteren Ton an. Erstmal wieder die ganzen normalen Klamotten anziehen. Weil, ja. Wir sind hier im finalen Kampf. Oder kurz davor, nehme ich an. Da können wir nicht in Rentier- und Weihnachtskostümen rumlatschen. Obwohl das bestimmt auch ziemlich gut aussehen würde. So. Okay. Nehmen wir wieder erstmal. So. Dann mal los. In die Weltenkreuzung. Einer. Okay. Erkunden wir schon mal hier ein bisschen. Gegen die Monster hier haben wir auch noch nicht gekämpft, ne? Dann kommt ihr mal her. Okay, keine Final Dungeon Musik. Schade. Irgendwas hat er gerade gepiepst. Ich weiß aber nicht was. Egal. Kampf! Schon seid ihr überhaupt. Level 60, okay. Geht da noch eigentlich. So. Final Gale. Arrow Fire. Und das noch. Jawohl. Mann, bin ich gut. Sorry about that. Hey, ich hätte mir vielleicht noch ein paar Gerichte kaufen sollen. Egal. Wie spät haben wir? Okay. Wie spät haben wir? Hä? Oh, das ist ein Schatz, sehe ich gerade. Ja, mein! Feenring. Oh, cool. Ich werde mich aufs Screen gleich nochmal ein bisschen ausrüsten. Ah, die haben uns nicht gesehen. Ich habe schon wieder einen Piepsen gehabt, was hat. Mann! Aua! Das war, glaube ich, der Telefon. Egal. Egal! Wir sind in der Welt von Tales of Xillia. Hier gibt es keine Telefone. Aua! Okay. Nein, nicht einsetzen. Obwohl, du bist... Ach, ich hab gar nicht, okay. Doch, ich hab... egal. Bisschen verwirrt, egal. Ich hab jetzt schon egal gesagt, innerhalb einer Minute. Egal.
Spinnst du, ey? So. So kleine Wasserfläche. Und Navi-Metall. Und fortgeschrittener Heilkundiger. Cool. Ja, auch zum Geld. Fortgeschrittener Heilkundiger. Okay. So, und da ist nochmal der Dimensionsriss. Und ich würde sagen, ich... Ist hier noch ein Gegner? Nö, doch, da hinten, aber den sehen wir nicht. Den auch nicht. Ich glaube, wir müssen da lang, oder? Egal. Ah! Ich mache jetzt hier nochmal einen Schnitt. Ich rüste mich noch ein bisschen aus und... Ja, ich gucke auf die Ausrüstung, hol mir noch ein paar Gerichte und so weiter und so fort. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part. Dann hier, wo wir noch endlich... Ja, versuchen, das Spiel wieder ein bisschen voranzutreiben. Wir haben jetzt ja alles erledigt und ich habe jetzt auch keinen Bock, falls hier irgendwelche Nebenquests noch sind, hier welche zu suchen. Wie gesagt, hab mit den Ringen hier, ich habe jetzt keine Ahnung, wo die sein könnte. Ich hoffe einfach mal, dass wenn wir... Ach, das Kolosseum. nein, okay. Ich würde sagen, ich rechne jetzt einfach mal, dass wir noch direkt vorm finalen Kampf nochmal irgendwie jetzt umkehren können. Und dann werde ich mal sehen, ob ich da das Kolosseum noch ein bisschen reinpacke. Und was weiß ich. Aber in den nächsten Folgen könnt ihr schon mal darauf einstellen, dass es hier wieder weitergeht. Für die, die es gefreut hat. Ja, wir sehen uns dann im nächsten Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage tschüss. Wartet. Okay. Tschüss.